Ich bin gerade in Hannover und ich warte auf einen Flixbus. Ich werde gleich mit dem Flixbus nach Turin hinfahren. Es wird gleich eine 20-Stunden-Busfahrt sein. Ich werde mich darauf nicht freuen, aber Italien muss von mir verpennt werden. Deswegen werde ich gleich Bus fahren. Dahin. Mit Ihnen hier. Der hier, der ist 27 Kilo schwer gerade. Also ohne Bier. Ich habe gerade Bier gekauft. Also muss das mehr als 30 Kilo schwer sein. Die Busfahrt wird gleich bestimmt so richtig beschissen sein, weil ich alleine losfahre. Das wird richtig langweilig. Das wird gleich so richtig räutig und verranzt. Da glaube ich voll dran. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf lange Busfahrten. Aber Italien muss von mir verpennt werden, das ist wichtig. Ich habe irgendwie vergessen gehabt, wer mir nochmal diesen Rucksack hier mitbestellt hatte. Aber der hier, das ist jetzt ein richtig brauchbares Werkzeug für diese 20-Stunden-Busfahrt gleich. Weil dieser ganze Rest, der kommt unten rein. Also da komme ich nicht ran. Und hier sind mal die ganzen... Die ganzen Sachen drin. Verpflegung, Bier, Wein, Powerbank, Kopfhörer. Das ist ein richtiger voll cool Rucksack mit Leicht dran. Guck mal hier. Da vorne fährt mein Flixbus. Ich werde da jetzt einsteigen und nach Turin hinfahren. Ich bin in Mailand angekommen. Das ist meine Umsteigehaltestelle. Ich muss jetzt 2 Stunden warten, bis mein nächster Bus bis nach Turin hinfährt. Hatschia! Das war mein erster Gesundheitsspruch von ganz Mailand. Geprost! Ich bin eine widerliche Bazille, die in Mailand ist. Oder obwohl ich mache, glaube ich, so einen ganz kleinen Spaziergang durch Mailand durch. Guck mal, das hier, das sind mailändische Motorräder. Und das hier, das sind mailändische Straßen. Guck mal, das hier, das ist eine mailändische Schule oder weiß ich auch nicht, was das sein soll. Und da laufe ich jetzt einmal rein. I don't speak Italian. No. School, where's the school? Oh, okay, I gong go. Ich wurde gerade aus einer italienischen Schule rausgeschmissen. Guckt euch mal hier diese ganzen mailändischen Fahrräder hier vorne an. Die sehen alle gleich aus. Das sind Mietfahrräder, glaube ich. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall sind das Fahrräder. Das sind mailändische Fahrräder. Das sind richtig mailändische Fahrräder. Guck mal hier. Das ist ein italienischer oder beziehungsweise mailändischer. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Bahnhof oder Busbahnhof oder sowas. Ich glaube, da hinten ist U-Bahn, aber ich habe keine Karte dafür, um euch diese U-Bahn zu zeigen. Deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Das ist eine mailändische U-Bahn.
So, ich bin gerade in Turin angekommen und ich werde jetzt erstmal einen Supermarkt suchen. Und danach meinen Schlafplatz. Genau, das mache ich jetzt. Guck mal hier. Hier vorne ist eine Skulptur. Das ist eine italienische Skulptur. Die schweben hier rum. Ich bin gerade dabei, mitten hier in Turin, nach einem geeigneten Schlafplatz zu suchen. Nach Möglichkeit, dass der nicht zu weit von der Flixbus-Haltestelle entfernt ist. Weil ich muss morgen früh mit dem nächsten Flixbus los von Turin nach Aosta hinfahren. Und ich will morgen früh nicht so viel laufen. Deswegen muss ich hier in der Ecke irgendwo einen perfekten Schlafplatz für mich suchen. Und das ist ja alles mitten in der Stadt. Guck mal hier, hier vorne ist ein Hochhaus und das hier, das ist Busch und das geht hier komplett lang mit Busch und hier ist so ein ganz kleiner Minimaleingang. Aber hier unten ist ein riesiger Loch mit Gitter. Da unten, da laufen bestimmt Menschen drum oder so. Und ich habe mir jetzt ganz spontan überlegt, weil Ich habe wirklich keine Lust, morgen früh, weil um 11 Uhr noch was kommt der nächste Bus. Ich habe wirklich keine Lust darauf, irgendwie Kilometer weit zu laufen und dann wieder zurückzulaufen für einen perfekten Schlafplatz. Und deswegen habe ich mir überlegt, hier auf dieses Gitter hier zu pennen, dass ich genau da vorne meinen Schlafplatz aufbaue. Ich bin gespannt, wie die Nacht heute wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Morgen, ich bin wach, ich habe hier gepennt und hier sind überall Störgeräusche, die ganze Nacht über. Ich gerade dieses Klingeln und da hinten diese ganzen Hunde. Es war richtig scheiße gewesen, hier heute zu schlafen. Ich werde noch ein bisschen hier rumchillen und irgendwann muss ich abbauen und zum Bus hinlaufen. Weil um 11.40 Uhr kommt mein Bus. Wir haben es noch ganz früh. Und guck mal, da ganz hinten, diese Hunde. Ich hatte da vorhin gesehen, wie zwei Hunde sich zerfleischt haben. Gehört, meine ich jetzt. Und Krankenwagen-Sirenen habe ich ja auch noch gehört und so weiter. Und heute Morgen wurde ich von zwei italienischen Menschen überrascht. Die haben da, ihre Köpfe haben mich da beobachtet. Aber dann sind die weitergegangen, wo die gesehen haben, dass ich wach war. Und hier unten, hier sind auch überall Geräusche. Es knackt die ganze Zeit, das ist voll scheiße. Voll die scheiß Location. Man kann hier überhaupt nicht in Ruhe pennen. Ich bin voll müde. Und hier unten sind jetzt überall Geräusche. Das ist auf jeden Fall keine empfehlenswerte Location zum Schlafen. So, ich zeige euch meine Pen-Location, wo ich heute geschlafen habe. Und zwar, das hier, das ist Park. Da hinten sind Häuser. Hier vorne ist ein Vollfett-Hochhaus. Und hier vorne ist ein Gebüsch. Und genau hier... Hier kann man ein Gebüsch rein und hier ist Gitter und da unten, das ist glaube ich ein Parkhaus oder so und die haben mich die ganze Nacht genervt, da sind immer wieder Geräusche hochgekommen und da drüben habe ich meinen Schlafplatz aufgebaut, mein Tarp. Also gut, eigentlich hatte ich mein Tarp so aufgespannt gehabt, dass ich da Platz habe, aber das hat sich über Nacht gelöst, so dass ich die ganze Zeit diesen Tarp mir jedes Mal gegen mein Gesicht geklatscht hat. Das hat die ganze Zeit richtig genervt. Und genau, hier unten drunter habe ich gepennt. Das war mein Schlafplatz gewesen. Und jetzt werde ich erst noch meinen Schlafplatz zusammenbauen und zur nächsten Busstation hinlaufen. Weil mein Flixbus, der kommt bald, der führt mich danach nach Aosta.
Genau, so heißt die Ortschaft, Aosta. Ich werde jetzt zusammenpacken. So, die Sachen sind gepackt. Und ich laufe jetzt zur Busstation zurück. Und das Wetter ist heute hier voll cool. Weil ich muss gerade kein Pullover anziehen. Das finde ich richtig geil, ich mag das. Achso, und vielen Dank an die Spendierer dieses Rucksacks. Das wird heute zum ersten Mal so richtig benutzt, also vollgepackt. Ich hätte das bis oben hin, wo gar nichts gegen voll gemacht. Mit Sachen. Hier sind überall italienische Menschen. Das ist cool. Ich bin mir am Überlegen, ob das hier vorne meine Bushaltestelle ist. Für Flixbus, ich weiß es nicht. Ich muss hier rumfragen und mein Englisch ist voll scheiße. Das ist richtig widerlich. Achso, ohne diesen Vollfettrucksack kann ich so eine Tour nicht machen. Das wollte ich Bescheid gesagt haben. Das war ein Bus. Und guck mal hier, ich habe gerade mit meinem versifften Scheiß Englisch gerade versucht zu fragen, wo mein Bus fährt. Oder hält, genau. Und der sollte wahrscheinlich da drüben halten. Also genau hier vorne. Hier vorne, wo dieser Auto da ist. Also die, genau. Ja, ich kann das selbst nicht erklären, aber genau, hier vorne sollte der parken, der Flixbus. Weil ich noch ein bisschen Zeit habe, sitze ich gerade auf einer italienischen Toilette. Und so sieht italienisches Toilettenpapier aus. Der hat viel mehr Fett dran und der sieht hier so glatt aus und so. Das ist voll cool. Ich habe gerade die Cafeteria-Toilette zugeschissen und mein Bus, der verspätet sich so ein bisschen. Ich glaube, der kommt erst eine Viertelstunde später. Und ich habe mir einen Kaffee gekauft. Ich glaube, Kaffee heißt hier Espresso und genau deswegen werde ich den hier jetzt saufen. Diesen Espresso habe ich in der Cafeteria gekauft, die ich zugeschissen habe gerade. Als Entschädigung, weil da bestimmt ganz viel Bierschissgeruch da drin ist. Die jetzt andere Leute belästigen tun, die auch da reingehen. Das habe ich absichtlich so gemacht. So, mein Flixbus ist angekommen. Ich werde jetzt Bus fahren. Ich bin gerade in Aosta angekommen und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich werde erstmal einen Supermarkt suchen gehen. Prüft, ob hier einer existiert. Guck mal, da hinten ist Berglandschaft. Das sind voll Hochberge. Und da hinten ist noch mehr Berglandschaft. Guck mal, das da ganz hinten, das ist vielleicht der höchste Berg der Alpen. Dieser Mont Blanc oder wie das heißt. Also entweder ist das der dahinter, also der da drüben, da vorne. Oder irgendwie noch einen weiter hinter, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in diese Richtung soll er sein. Und guck mal, eine Flasche Wasser habe ich verloren. Das ist mir irgendwie von meinem Rucksack runtergefallen. Deswegen, ich muss unbedingt Wasser kaufen. Das hat Flixbus verschlammt, dass da jetzt eine Wasserflasche vor mir fehlt. Weil bevor ich im Flixbus eingestiegen bin, da hatte ich die Wasserflasche noch hier an der Seite drin gehabt. Das ist jetzt irgendwie draußen, das ist nicht mehr da. Das ist voll scheiße. Das ist nicht das erste Mal, dass von Flixbus mir irgendwie Sachen verschlammt sind. Guck mal, hier vorne ist ein kleiner Supermarkt. Ich werde da jetzt einmal kurz einkaufen gehen. So, der Laden ist doch größer, wie der Anfang aussah. Und ich habe hier so eine Kleinigkeit gekauft. Und die Preise sind ungefähr ähnlich wie in Deutschland. Vielleicht minimal angehoben. Aber genau, das habe ich mir jetzt gekauft. Ich werde das jetzt einpacken. So, ich habe gerade eingepackt. Mein Rucksack, der ist voll schwer. Ich werde gleich erstmal eine Bank suchen gehen, um dort ein Erdbeermilch zu saufen. So gekühltes Erdbeermilch. Damit ich hier einen Frost bekomme. Das wird gleich richtig geil sein. Mein Rucksack ist voll schwer. Der ist richtig belästigend schwer. Ich habe gerade einen Sitzplatz gefunden. Der ist richtig gechillt hier und hier gibt es sogar italienische, wie heißt, Gänseblümchen heißen die, genau. Die sind richtig geil und die Sonne scheint,
Die Temperaturen sind wie Anfang Sommer, obwohl wir jetzt 14. April haben, Aufnahmedatum. Und darauf werde ich jetzt einen italienischen Erdbeermilch saufen. Mit der Hoffnung, dass ich Gehirnfrost bekomme, weil das kommt aus dem Kühlschrank. Das schmeckt voll cool, aber es ist nicht cool genug, um Gehirnfrost zu bekommen. Ich mache jetzt einen kleinen schmandigen Spaziergang durch Aosta durch. Prüfen, wie diese Ortschaft aussieht. Da drüben, da ist ein Park. Eine Grünfläche. Grünflächen sind richtig geil. Guck mal, hier vorne ist ein Kopf. Köpfe sind richtig geil. Hier vorne ist noch ein Kopf. Köpfe sind immer noch richtig geil. So, ich werde jetzt ein Biergeschäft aufsuchen gehen und ein paar Bier kaufen. Italienisches Bier. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Guck mal, ich habe hier ein italienisches Biergeschäft gefunden, glaube ich. Ich werde hier erstmal Bier kaufen gehen. So, ich habe gerade italienisches Bier gekauft. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem gechillten Sitzplatz, damit ich das da verköstigen kann. So, ich habe hier einen Platz zum Sitzen gefunden. Und das hier, das ist italienisches Bier. Ich werde den ausprobieren. Geprost! Ich finde dieses Bier sehr, sehr lasch. Schmeckt irgendwie kaum nach Bier. Als ob das so wäre, dass das die Hälfte davon Wasser wäre. Also so richtig lasch. Da ist echt nichts bierig-kräftiges dran. Das ist voll scheiße. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich deutsches Bier kaufen. Aber scheiße, ich habe 6 Stück davon gekauft. Die müssen ja erstmal leer gemacht werden. Scheiße. Hätte ich bloß nur eins zum Probieren geholt und den Rest deutsches Bier. Da gab es Franziskaner Weißbier und sowas. Und Becks und so. So, ich habe gerade ganz entspannt dieses Bier ausgetrunken. Und jetzt gehe ich zum Fluss, um dort nach einem geeigneten Schlafplatz zu suchen. Wo ich später pennen kann. Und ich habe Bock zu kochen, weil ich habe Hunger. Ich habe heute noch nichts Gutes gegessen, außer Brot mit Wurst. Ich habe Bock auf Nudel Bolognese, das habe ich vorhin gekauft. Ich bin auf der Suche nach dem Fluss. Vielleicht penne ich heute unter der Brücke, mal gucken. Oder ich finde eine gechilltere Stelle oder so. Aber erstmal gehe ich zum Fluss. Guck mal, hier vorne ist ein italienischer Lift. Der fährt mit dem Dach da ganz oben hoch hin. Auf dem Berg drauf. Das ist ein richtig geiler Lift. Italienische Lifts sind cool. Scheiße. Mein Wein ist hier aufgegangen. Mein ganzer Rucksack ist hier alles vollkommen durchnässt. Ich habe mich gefragt, warum das die ganze Zeit auf meinem Bein so tropft. Das ist richtig scheiße, dass das hier jetzt auf ist. Jetzt bin ich gezwungen, diesen Wein hier auszutrinken. Das ist ja richtig widerlich. Mein Gehirn ist so klein, dass wenn ich nicken tue, dass ich dann eine Gehirnerschütterung bekomme, weil da zu viel Hohlraum zwischen ist. Ja, das ist wirklich wahr. Guck mal hier. Hier vorne ist Fluss. Ich wäre immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz. Es dauert voll lange. Aber am Fluss hört sich gut an. Aber es ist voll scheiße, hier irgendwo hinzulaufen, wo keine Straßen sind. Hier ist alles voll mit diesen Straßenfahrzeugen und sowas. Das ist voll scheiße. Guck mal, was hier drauf steht. Sogar in Deutsch. Achtung, Gefahr. Möglichkeit plötzlicher Flutwellen auch zur Folge von Betätigung der Staudammschütze. Das erinnert mich an Portugal, wo wir plötzlich von der Flutwelle erfasst worden sind und uns auf der Insel retten mussten. Prüft, ob das heute Nacht auch passiert, wenn ich hier irgendwo am Fluss schlafe. Ich bin ganz gespannt drauf. So, ich bin gerade diesen Weg hier bestimmt einen ganzen Kilometer nach Richtung da lang gelaufen mit dem schweren Rucksack. Und der gesamte Weg, der sah vom Fluss aus genauso aus wie das hier. Ich hatte da überhaupt keine Stelle gefunden, wo man unbemerkt bivakieren kann. Und deswegen bin ich den ganzen Weg wieder zurückgelaufen und laufe nach Richtung da lang.
Oder wobei, ich glaube, ich gehe zur Brücke zurück. Und vielleicht suche ich unter der Brücke irgendwas. Unter dieser Autobahnbrücke. Oder Schnellstraßebrücke oder was es hier sein soll. Und genau. Und prüfen, ob ich da eine geeignete Stelle finde, wo ich pennen kann. Weil ich habe keinen Bock drauf, die ganze Zeit rumzusuchen und nicht zu finden. Deswegen habe ich Brücke jetzt gerade im Kopf immer hier erdacht, dass ich vielleicht unter der Brücke penne. Und ich habe Hunger, ich will Nudeln und Bolognese essen. So, ich gelaufe jetzt schon wieder über diese Brücke rüber. Ich bin gerade an dieser Stelle angelangt, wo dieser Deckel abgerissen war. Und wo ich das hier bemerkt habe, dass da meine ganzen Sachen dann nass waren. Voll mit diesen Wein. Es ist richtig beschissen, dass dieser Deckel abgerissen ist. Das habe ich gar nicht gemerkt. Jawohl, hier ist auch noch so ein Gefahrenschild wegen plötzlicher Flutwellen. Ich bin sehr gespannt drauf, ob das genauso passieren wird wie in Portugal. Da bin ich so richtig gespannt drauf. Aber vielleicht penne ich hier unter der Brücke, mal sehen. Ich muss mal gucken. Ich bin ein richtiger Gehirnabfall. Aber so richtig, wirklich. So, ich muss hier irgendwie über den Fluss rüberkommen. Vielleicht nehme ich mir diese Holzbalken zu Hilfe und pack das dahin, damit ich da rüberkomme. So, ich werde jetzt versuchen, hier rüberzukommen mit meinem voll fett Rucksack. Prüfen, ob ich einen nassen Fuß bekomme. Ja, hat geklappt. Jetzt bringe ich die Kamera rüber. Ich habe erfolgreich eine Brücke gebaut mit Holzbalken, dass ich da rüber komme. Das ist gut. So, ich bin jetzt gerade hier unter dieser Brücke. Und vielleicht finde ich hier einen Schlafplatz. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich werde da drüben mein Lager aufbauen. Aber ich muss hier über den Fluss, schon wieder über den Fluss rüber, damit ich da hinkomme. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Oh, guck mal hier. Ich habe 5 Euro gefunden. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal Geld gefunden habe. Jetzt kann ich mir davon morgen eine Pizza holen oder so. Das ist geil. Das gefällt mir schon mal. So, ich muss jetzt über den Fluss rüber. Jawohl. Hat gepasst. Ich bin über den Fluss rüber. Und jetzt gelaufe ich zu meinem Schlafplatz. Der Schlafplatz ist genau da vorne. Ich hoffe, dass ich da heute Nacht in Ruhe gelassen werde. So, ich bin jetzt hier an dieser Stelle angekommen, was voraussichtlich mein Schlafplatz sein wird. Und das sieht so aus, als ob hier schon bereits ein Obdachloser gehaust hat. Weil guck mal hier. Hier vorne liegen ganz viele Sachen. Hier Klamotten, Pappe, Schuhe, noch mehr Klamotten, eine Decke und was ist das? Ja, da steht Diazepam drauf. Ich glaube zu wissen, dass Diazepam so ein Schmerzmittel für Heroinabhängige wäre. Aber so genau, ganz genau weiß ich das nicht. Aber habe ich mal irgendwo gehört. Hier ist eine Feuerstelle. Hier wurde bestimmt ganz viel Feuer gemacht, weil hier dieser ganze Ruß ist. Aber hier vorne sind ganz viele leere Bierdosen. Aber die haben alle gar keinen Pfand. Sonst würden die hier wahrscheinlich gar nicht liegen, wenn die Pfand hätten. Ich habe hier leider kein Pfandsystem gesehen hier in Italien und das ist schade. Und guck mal hier. Hier vorne liegt ein Zelt abgebaut. Der liegt hier rum. Und ich habe da drüben noch was gesehen. Hm.
Und zwar, guck mal hier. Hier vorne liegt eine voll Fettmatratze. Und hier vorne liegt noch ein Zelt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese beiden Sachen, und da hinten, da liegt auch noch eine Matratze, noch eine weitere Matratze. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese ganzen Sachen früher sonst hier gelagen haben, aufgebaut. Und dass der sich hier das so gemütlich gemacht hat. Und genau deswegen ist das voraussichtlich mein Schlafplatz für heute. Um zu prüfen, wie sich das anfühlt, genau hier zu schlafen. Ich gucke noch so ein bisschen rum. Ich glaube, ich werde den Platz doch wechseln, weil es sah für mich so aus wie ein Gitter, was verschlossen ist, aber da hingen überall Klamotten und irgendwelche Decken rum. Das sah für mich so aus wie so ein kleines Obdachlosencamp. Und nicht, dass ich hier irgendwie beim Pennen überrascht werde und beklaut werde oder so. Deswegen, ich werde Folgendes machen, ich werde über den Fluss wieder rüber und da hinterm Fluss, da habe ich so eine kleine Stelle gesehen. Und ich glaube, dort werde ich dann mein Tarp aufspannen und dort pennen. Ich glaube, genau so mache ich das. Und Scheiße. Meine zweite Tetrapack ist auch kaputt gegangen. Der ist nicht mehr dicht. Da tropft was runter. Das hat schon wieder meine Tasche hier alles durchnässt und sowas. So richtig versifft. Das hat bei mir schon wieder alles auf dem Bein getropft. Das ist richtig scheiße. Jetzt muss ich beide hier rumtragen und austrinken. Das ist voll scheiße. Das gefällt mir so nicht. Egal, ich muss das nur darüber tragen und da drüben werde ich bivakieren. Ich glaube, genauso mache ich das. Yep, geschafft. Ja, ne, ist mir eine Nummer zu gefährlich, im Ausland direkt beim Obdachlosencamp zu pennen. Deswegen, ich glaube, hier vorne irgendwo werde ich dann pennen. Vielleicht hier oder so. Oder ich schlafe direkt hier. Neben den, wie heißt das Ding? Bagger. So, ich glaube, ich werde genau hier mein Tarp aufspannen. Also direkt neben der Brücke. Weil da drüben, da ist ja noch ein Bagger. Und wenn ich hier unter der Brücke bin, dann könnte es sein, dass ich den Baggerfahrer störe. Mit meinem Anwesen. Deswegen werde ich genau hier pennen. Hier werde ich mein Tarp aufspannen. So, ich habe genau hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Genau hier drunter, hier werde ich heute pennen. Und hier habe ich das so zugemacht. Damit man mich von da hinten nicht erkennt, nicht sehen kann, wenn ich hier rumleuchte. So, jetzt werden Nudeln Bolognese gemacht. Jetzt Essen Start kommt. Das wurde aber auch Zeit. Ich habe auch schon Hunger gehabt. Endlich fressen. Das finde ich richtig geil. Ich bin ganz gespannt drauf, ob mich gleich so ein tollwütiger Fuchs hier frisst. Ich habe hier noch keinen gesehen, aber vielleicht kommt. Das weiß ich nicht. Aber ich bin da ganz gespannt drauf. Hier geht's zum zweiten Teil dieser Videoserie. Aber falls er noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt es stattdessen Portugal Roadtrip. Da bin ich auch so richtig lange Bus gefahren.